Grüße Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls mit mir, Level 4. Wir sind im Finsterwoodsgarten und müssten dann noch zweimal die Typen wegknallen. Die Leute, die ich gerne mal im, ja, also schon, ich möchte den Finsterwoodsgarten verteidigen. Und ja, da möchte ich schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Und ich könnte gleich versuchen, sie probieren, indem ich gleich mal ein bisschen mit meinem Bogen schieße, weil ich dürfte mit der Bogen mittlerweile tragen können. Mich dabei sogar bewegen. Ja, es klappt sogar. Sehr schön. Sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir. Da kann ich nämlich gleich mal versuchen, ein bisschen die wirklich aus der Entfernung wegzuknallen mit meinem wunderschönen Bogen. Ob die damit rechnen, ist vielleicht eine andere Sache. Einmal kann ich drauf schießen. Ich habe ja 7 Pfeile dafür. Wenn ich die treffe, wäre es natürlich der Oberhammer. Weil dann liegen die erstmal auf dem Boden. Ja, schade, dass ich den letzten Kampf verloren habe. Ich war mir ziemlich meiner Sache sicher, dass ich den Typen besiege, aber was soll's. Komm her. Und weg bist du. Der nächste ist dran. Und wäsch. Nicht getroffen. Nein, nicht. Er hätte mich fast erwischt. Das wäre sehr nicht tödlich. Mittlerweile ist es nicht mehr tödlich. Aber sehr schmerzhaft gewesen. Naja, was soll's. Dann wieder hinein in den Finsterwurzgarten. Und es macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, die Leute zu invadieren. Weil endlich mal bin ich auf der anderen Seite und kann die Leute ein bisschen trollen. Aber, na gut. Okay. Da habe ich mal wieder, dass ich gleich eine Invasion habe. Kann ich hier ein bisschen rumlaufen wieder. Die darf ich nicht angreifen, wie gesagt. Ansonsten ist sofort der Bund und der Eid gebrochen. Dann werden alle wütend auf mich und greifen mich an. Das werde ich auch noch machen. Wie gesagt, ich werde hier auch alle nochmal töten, sobald ich den Ring of Fog habe. Da kann ich endlich einen anderen Eid betreten. Wie auch immer das hier geschafft hat. Gram. Was? Okay, keine Ahnung. Ja, es heißt hier wieder ein bisschen rumlaufen, bis die Invasion funktioniert. Habe ich den Ring überhaupt noch an? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich danach wieder umrüsten kann. Weil es wäre schon ganz nett, wenn ich danach wieder den Chlorantiering anziehen könnte. Aber kann sein, dass dann die Invasion wieder endet. Das wäre natürlich blöd. Aber na gut, ich warte erstmal, bis wieder was passiert. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und wie bist du gestorben? Gar nicht. Schade. Man sieht nicht immer, wie die Leute sterben. Das sieht man da immer dann, wenn man eine Blutlache berührt. Ah! Eine Invasion ist gerade im Laufen. Oder ich werde gerade invadiert. Das wäre auch nicht so schön. Wenn ich invadiert wäre, wäre das natürlich kacke. Aber was soll's. Soll ruhig passieren. Ach, ich bin so doof. Ich hätte da oben mal zum Leuchtfeuer hingehen können. Na gut. Machen wir beim nächsten Mal. Na? Tut sich hier noch was? Ansonsten werde ich es einfach mal schneiden, bis es dann soweit ist. Dann wisst ihr Bescheid. Ich mache noch 2 Minuten und dann... Ja. Dann werde ich schneiden, bis dann eine Invasion funktioniert. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Dass ich der Röhrig bin. Das weiß doch jedes Kind. Ja, ich laufe jetzt die ganze Zeit rum wie ein Bekloppter. Hier tut sich erstmal irgendwie gar nichts. Famose Rüstung. Wo ist denn die famose Rüstung? Vollkommener Schwachsinn, den man hier gerade redet. Dann laufe ich ja ein bisschen weiter durch den Wald. Die Invasion ist mittlerweile nicht mehr da, oder doch? Ja, doch, irgendwie läuft es noch. Ich gehe nochmal hinten zurück. Vielleicht muss ich dann auch da vorne stehen, damit auch die Invasion von mir auch funktioniert. Kann ja sein. Dann bleibe ich einfach mal hier stehen. So. Na? Und sonst so? Habt ihr einen guten Tag gehabt? Also meiner ging es so heute. Hatte heute Morgen, als ich aufgestanden bin, einen tierischen Schmerz im Arm gehabt, habe darauf erstmal 2 Paracetamol genommen und jetzt sind die Schmerzen so gut wie weg.
ganzen Tag auch jetzt mit. Ah, der ist er wieder, der Schmerz. Aber es geht halt. Alles ist irgendwie noch schaffbar. Natürlich, wenn ich Gabelt in der Hand habe, habe ich natürlich auch keine großen Schmerzen. Ja, wird das hier noch was? Ich warte noch die Minute noch ab. Und dann werde ich schneiden, wie gesagt. Gucken, wie der gestorben ist. Ja, relativ fix. Wahrscheinlich durch ihn hier. Wie gesagt, der ist auch kein leichter Typ. Ich weiß nicht, ob ich den zuerst backstabben möchte, bevor ich dann ihn angreife. Aber eigentlich ist der gefährlichste Typ der hier. Ja, der ist sehr gefährlich, weil der ist sehr, sehr flink. Und hat, glaube ich, auch ein paar böse Zauber drauf. Ich glaube, das war auch das Problem. Ich glaube, ich werde erst den machen. Und dann habe ich natürlich die ganzen Ärger von allen auf dem Rücken. Ja, wird da mal gucken. Ich werde das schon irgendwie regeln. Das ist sowieso scheißegal, sobald einer von den Toten ist, kann ich die wieder anlaufen. Okay, ich werde schneiden, Leute. Bis gleich. Ich habe eben bemerkt, dadurch, dass ich halt eben einmal einen Typen gekillt habe, bekomme ich jetzt gerade einen göttlichen Segen. Ist mir gerade so eben so aufgefallen. Ja, gut. Das war's eigentlich auch schon. Okay, bis gleich. Ich hatte gerade invadiert. Da vorne ist er. Hä, wieso ist der auch blau? Wir sind doch beide im selben Team. Komisch. Sieht er mich nicht? Da vorne ist er. Okay, komm her. Ich wollte eigentlich zuerst mal... Na gut, dann halt nicht. Eigentlich wollte ich mich zuerst verbeugen, aber gut, wenn der Typ mich will. Wie hat denn das geschafft? Wie bitte? Was war das denn bitte schön? Ich will mich kurz heilen. Ob du willst? Was? Was zur Hölle war das denn? Ja, toll. Nicht verwendbar. Okay. Schade. Der hätte ich nämlich gerade angeklagt. Gerne, gerne, gerne. Toll. Jetzt bin ich nicht mehr menschlicher Form, du blöder Penner. Nur, dass ich noch zwei hab. Einmal aushöhlen ist drin. Toll, 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 toll. Weil, wenn ich nicht in menschlicher Form bin, kann ich auch nicht invadieren. Deswegen muss ich's machen. Toll. Wie konnte der mich denn invadieren? Ach so, klar, weil ich angeklagt wurde. Stimmt, ich wurde ja angeklagt. Das war jetzt der Typ, der mich angeklagt hat. Okay, richtig. Ne, wenn man angeklagt ist, wird man nämlich von den, weißen Sie nochmal, den Grabesfürstendienern oder von je nachdem, wer denn auch mein Feind ist, also der Feind des jeweiligen Eides, von dem wird man dann attackiert und dann invadiert. Und das ist jetzt, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die ganze Zeit auch nicht invadieren konnte, die anderen Leute. Na gut, von mir aus, von mir aus, von mir aus. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Gibst du mir was? Nein, gibt dir mir nix. Ich werde gleich nochmal die Seelen von mir aufheben, weil das waren ja nicht ganz wenige. Und, wenn dann nicht wieder sofort innerhalb von 5 Minuten, das heißt, nee, lieber 2 Minuten, wenn dann innerhalb von 2 Minuten keine nette Seele für mich da ist, Quatsch, wenn da keine Invasion stattfindet, ich rede gerade Schwachsinn bis zum Geht nicht mehr, oder? Also wenn dann keine Invasion stattfindet von meiner Seite aus, da werde ich wieder schneiden, bis eine Invasion passiert. Kommen Sie her, kommen Sie her, kommen Sie her. Wie lange brauchst du, um hierher zu laufen? Ach, Alter, du gehst mir auf den Sack, ohne Scheiß. Und töten. Ah, ich werde jetzt... ich invadiere jetzt den anderen. Kann ich auch schon von hier aus, das wusste ich gar nicht. Okay, wunderbar, funktioniert doch ganz gut. Herrlich. Okay. Okay, wir starten von hier. Das finde ich ganz gut. Wir folgen Icarus. Wo ist er denn? Ich werde dann kurz versuchen, einen anderen Ring anzuziehen. Wo ist er denn? Das ganz oben, ne? Ja, klappt währenddessen. Gut. Da muss ich nur noch finden. Den guten Icarus. Der hat einen Schäder. Diesmal werde ich versuchen, ihn abzuballern. Wenn es am wenigsten erwartet. Scheiße. Jetzt sind gerade die Bäume im Weg. Fuck, das habe ich gerade einen verschossen. Das war nicht so klug. Wo ist er denn? Na gut. Er versteckt sich halt hinter den Bäumen, dadurch ich ihn nicht abballern kann.
So, da steht da. Oh, er kann zaubern. Mit bösen, bösen Teilen, dem Wuse wehtun kann. War das der Typ, der mich eben... Nein, oder? Ich hab noch überlebt. Was war schon daran? Jetzt bin ich aber tot. Was zur Hölle ist das denn für einer? Der ist aber geübt. Der spielt das nicht zum ersten Mal. Krass. Ich fühle mich gerade scheiße, weil ich nicht gut töten kann. Aber ich habe auch nie behauptet, dass ich gut im PvP bin. Ich bin eigentlich sogar ziemlich schlecht im PvP, von daher... sollte das nicht wirklich überraschen. Okay. Ganz noch einmal. Scheiße, ich habe die Seelen verloren. Nee, die müssen noch drum liegen, weil ich eigentlich offiziell gar nicht gestorben bin. Weil das war nämlich ein... also so schön. Ein Invasionskampf, da verliere ich keine Seelen und dürfte eigentlich auch nicht beim zweiten Mal sterben auch keine verlieren. Das ist nämlich auch zu erkennen daran, dass ich jetzt unten noch meine 484 Seelen habe, dass ich die nämlich auch nicht verloren habe. Also müsste meine Leiche noch da rumdümpeln. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal von vorn. Leider habe ich jetzt einen Typen bekommen, der nicht so leicht war. Verdammt nochmal. Hätte mir auch lieber was Besseres für gewünscht. Gebt ihr mir was? Nee, gab nichts gegeben. Okay. Also noch einmal rein. Verdammt. Also kann ich im ganz Finsterwurzgarten rumlaufen. Das ist auch eine gute Sache, das zu wissen. Nein! Na toll, zu spät. Dann halt nicht. Okay. Also ich muss eigentlich nur noch zweimal Typen töten. Das ist doch eigentlich nicht so schwer. Komm her. Naja, der Typ kommt dann auch daneben. Komm her. Und weg ist er. Und ich hätte gern was von euch. Okay, von dir kriege ich was. Schön. Aber nicht das, was ich brauche. Ich hätte gerne noch zwei Noobs. Ich hätte gerne noch mal zwei Noobs, die ich fertig machen kann. So wie den ersten, der war ziemlich leicht. Aber komisch, dass der direkt schon mit der super gefährlichsten Waffe rumlief, überhaupt. Also, dem... Fällt gerade das Wort nicht ein. Aber erstmal setze ich mich hier rein. Weil da muss ich den ganzen Weg nämlich nicht nochmal laufen. Gut, okay. So, dann hole ich gerade nochmal die Seelen ab, die da irgendwo rumliegen durften. Da vorne sind sie auch. Okay, also ich habe nichts verloren. Das ist doch schön. Also, wenn man invadiert, kann man also nichts verlieren. Das ist schön. So, und jetzt heißt es wieder abwarten. Jetzt heißt es abwarten. Ja. Und ich weiß nicht, ich guck gerade nochmal, ob die was zu sagen hat. Nö. Okay. Ja, dann schneide ich wieder, bis irgendwas passiert, Leute. Bis ja, gleich. Ist wieder eine. Geht wieder los. Wieder eine Invasion. Okay, mal gucken, vielleicht reiße ich diesmal was. So, gleich erstmal wieder schön umziehen. Und da ist er schon. Vielleicht habe ich nicht mehr die Zeit, den Chlorantiering anzuziehen. Da komm her. Ist nicht das, ja, doch, ist nicht sind hier selber Typ wie eben. Okay, ich mache diesmal was Lustiges vor. Hat nicht funktioniert. Okay. Na komm her. Ich will mich wegstabben. Klappt aber nicht ganz. Okay. Ja, komm ein bisschen weiter zurück, dann habe ich dich gleich. Ich habe noch getroffen, sehr schön. Ja, ja, ich mache dir mehr Schaden als du mir. Wie man sieht. Oh, er ist sogar noch vergiftet. Noch viel besser. Ich kann mich eigentlich so noch zurückziehen. Da bringt dir nicht viel, mein Freund. Oh, er ist leider nicht gestorben. Er hat leider die Blitzlanze, die macht leider mir ein paar Probleme. Komm, willst du dich mal heilen? Okay, heilen. Ich habe nicht getroffen, so ein Scheiß. Ah, der hat eine böse Lanze. So, was machst du? Ah, er versucht mit Pyramidieren zu kommen. Treffer. Oh, und der backsteppt mich auch noch. Ach, scheiße. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Er wäre fast gestorben. Oh, er hatte so noch einen Freund gehabt. Das wusste ich nicht.
Wahrscheinlich hat der mich so noch ein bisschen verwundet. Schade. Verdammt! Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Gerade invadiert. Das wird spaßig. Weil diesmal werde ich mich auch wirklich verbeugen. Komm, Alter. Du greifst mich jetzt einfach an, während ich gerade verbeuge. Das ist unsittlich. Okay. Okay. Dann wird es jetzt zumindest mal ein wenig spannend, weil das nicht derselbe Typ. Ja, das ist derselbe Typ, den ich eben schon mal gekämpft habe. Und der will mich nochmal backstabben, das Schwein. Schauen wir ein bisschen mal drauf. Schade. Oh. Ja, ich habe leider keinen Chlorantring. Das ist leider das Problem. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich das machen. Leider nicht getroffen. Schade. Gut, dass ich Schildern habe. Sonst hätte ich mich ein Riesenproblem. Komm, auch mal zu. Ja, es ist wieder spannend. Treffer. Das ist das Schöne an diesen gekräuselten Waffen. Die können nämlich dann auch so mitten in der Kurve wieder treffen. Ja, nee, diesmal trifft das nicht. Du hast so eine große Reichweite als Schlag, aber so weit aber auch nicht. Ja, diesmal hat er mich getroffen, scheiße. Naja, so nicht mal, Freund. Es ist so ein Hin und Her. Ich kann auch gerade nicht wirklich reden, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Okay. Er greift an. Sehr schön. Ah, schade. Ja, der ist halt etwas flinker als ich. Das ist ein bisschen die Sache. Leider nicht getroffen. Ah, nicht getroffen. Schade. Ja, das schaffe ich aber noch. Schade. Das ist ein und her. Aber was soll man machen? Schade, ich dachte. Okay. Ah, fuck, er hat mich getroffen. Er wird aber. Ja, er wird mich auch töten. Das weiß ich jetzt schon. Ja, Mann. Ich treffe ihn aber nicht. Jetzt aber, jetzt aber! Ja, Alter. Gibt's ja nicht. Ah, scheiße, jetzt habe ich gerade zu spät reagiert. Treffer, sehr gut. Oh, nicht gut. Das war knapp. Mein Freund, das war echt knapp. Wir versuchen ihn nach wie vor immer so zu treffen. Ja, es wird schwer. Jedes Mal, wenn ich schlage, schlägt er auch zu. Ja, das ist so. Das ist hier wie das. Ah, scheiße. Da wollte ich gerade schlagen. Ja, leider kann er schneller schlagen. Gut. Na gut, war ein schöner Kampf. Trotzdem wirst du angeklagt. Wie auch immer. Scheiße. Okay, ist ja nicht weit weg, die Seelen, die ich da holen muss. Ich weiß, ja. Ich muss natürlich erstmal wieder menschlicher Form sein, das ist natürlich wieder das Doofe. Das heißt, ich kann erstmal wieder zurücklaufen und dann die Ausdauer wieder umkehren. Ist halt etwas doof. Keine Frage. Ich sollte erstmal das ausziehen, während ich da liege. Weil dann, nicht, dass ich auf jeden Fall irgendwie, ja, niemand mir. Was mache ich gerade? Ach, genau. Das wollte ich machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ob ich meine Waffe. Ich guck mal kurz, ob das funktioniert. Das wäre natürlich sehr nützlich. Ich habe ja noch ein bisschen Goldharz. Ich weiß nicht, ob ich das bei meiner Waffe verwenden kann. Nee, klappt leider nicht. Schade. Dann wieder hinsetzen und außerdem umkehren. Schade. Ist leider sehr schade, dass ich halt wirklich die meisten Kämpfe verliere. Aber na gut, das ist halt, gehört irgendwie dazu, Leute. Wie gesagt, ich bin noch nicht der Beste. Ich möchte nur noch gerne den Ring of Fog haben. Die möchte ich einfach gerne haben. Schluss, aus, Ende. So, jetzt heißt es wieder abwarten, Leute. Bis dann. Alles klar, Leute, ich werde wieder jemand invadieren.
Das ist das Schöne wieder daran. Hoffentlich weiter weg vom Gegner, als ich es mir hoffe. Damit ich nochmal kurz den Ring umziehen kann. Das wäre nicht schlecht. Wo steht er? Gut, ich kann momentan keinen sehen. Dann schnell den Ring umziehen. Alles klar. Wie heißt der? Schafft der? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie der heißt. Wo ist er denn? Ist er da vorne? Ja, da vorne hampelt er rum. Vielleicht kann ich ihn abschießen. Das wäre sehr schön. Treffer. Leider hat der einen Kumpel. Leider hat der einen Kumpel. Und der ist sogar noch Drache. Sogar komplett scheiße. Das wird nicht spaßig. Oh Mann, das ist richtig scheiße jetzt. Oh Mann, das ist richtig scheiße. Das ist so richtig scheiße. Oh Mann. Die Schweine. Die haben nur Bock darauf, das zu tun. Fuck. Oh Mann, ey, ich hab nur Pech mit meinem Phantom. Kann ich ihm nicht mal mit Noob begegnen? Ist ja mal schön. Oh Mann. Schön ist, ich verliere dabei nichts, weil ich invadiert habe. Ja, dann wieder rein und nochmal warten, bis was passiert. Toll. Achso, ich muss den Ring wieder umziehen. Weil ansonsten kann ich nicht invadieren. Alles klar. Ach Mann. Aber schön, dass ich noch abgeschossen habe mit meinem Pfeil. Das musste einfach mal sein. Oder natürlich wussten sie danach, wo ich bin. Aber trotzdem, das war es mir einfach mal wert. Und da kommen sie auch echt zu zweit und prügeln auf mich ein. Das ist auch nicht ganz fair. Aber na gut. Das ist Dark Souls, meine Leute. Das ist Dark Souls. Ich habe ja tatsächlich jetzt einen anderen YouTuber oder was heißt Twitcher oder was weiß ich. Weil es gibt selten so eine Konstellation, dass Leute zusammen als Drachen rumlaufen. Die kennen sich wahrscheinlich und haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, machen wir mal einen Dragon Run, wo wir zusammen als Drachen rumlaufen. Ganz nette Sache, nur dass die Typen mir halt deutlich über waren. Die haben auch schon den DLC gespielt, das merkt man an den... Okay. Ja, bin ich gerade schon? Ja. Okay. Das merkt man an deren Waffen und an deren Zauber. Das ist ganz schnell wieder... Oh nein, fuck. Das war falsche Richtung, die ich gegangen bin. So, wo komme ich raus? Okay, der Typ steht da vorne. Das sind dieselben. Ach nö. Ernsthaft? Das muss nicht sein, oder? Ich bin gerade doof. Sind das dieselben? Ich weiß es nicht. Vermutlich sind es dieselben. Ja. Oder? Ziel zerstört. Okay, ich habe gewonnen, ohne was getan zu haben. Dankeschön. Cool. Das ist cool. Ja, so kann man es auch machen. Der wurde einfach schon besiegt von dem hier. Von mir aus. So kann man es auch machen. Ja. Da kann ich jetzt den Ring wieder umziehen. Da muss ich gleich nur das Ganze noch einmal machen. So kann man auch relativ cheap gewinnen. Aber cheap gewonnen ist besser als cheap. Keine Ahnung. Ja, das heißt, wir auf den nächsten warten. Und bis dahin sag ich mal wieder bis gleich. Und noch eine Runde. Und mal gucken, wer dann wieder gewinnt. Hoffentlich kann ich so schnell umziehen. Bevor ich dann reinkomme. Zu spät. Wie auch immer. Dann mache ich das gleich nochmal schnell. Okay, das hier dürfte ich genug Zeit haben zu wechseln. Wenn der Typ nicht direkt vor mir steht. So, der von Icarus, den hatte ich auch schon mal gehabt. Der war ziemlich scheiße, glaube ich, oder? Der habe ich, glaube ich, ziemlich fertig gemacht beim letzten Mal. Da unten ist der. Oder zumindest gab es da unten irgendetwas. Ist natürlich eine Scheißstelle, um gegen ihn zu kämpfen. Oder habe ich den... War der gut oder war der schlecht? Auf jeden Fall war der da unten irgendwo. Das habe ich gesehen. Und ich vertue mich gerade enorm. Auf jeden Fall habe ich gerade da unten Lebensanzeige gesehen. Da müsste er eigentlich doch eigentlich sein. Da müsste er doch eigentlich sein. Natürlich komme ich hier nicht durch. Der müsste hier unten gewesen sein. Wenn mich nicht alles irrt. Sag nicht, der ist jetzt hier an der
Leiter, weil das ist nämlich eine saubeschissene Stelle. Kann auch hier rüber gelaufen sein und da hinten gewesen sein. Ich geh einfach mal hin. Weil die Natur greift mich nicht an, wenn ich nämlich invadiere. Andersrum schon. Der müsste hier gewesen sein. Wenn mich nicht alles irrt. Er hatte schon alles niedergemetzelt. Da oben waren eigentlich noch ein paar Gegner. Momentan sehe ich hier noch niemanden. Ist ganz cool, wie ich so blinke. Mit Gold und Blau. Sieht schon ganz cool aus. Aber ich finde ihn gerade nicht. Ja, ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht war der auch hier unterwegs. Ich als Invasor kann die Typen... Nee, doch nicht. Ich dachte, der wäre gerade irgendwie unterwegs. Ich kann die anderen Typen hier nicht killen. Also ich kann auch die Leute nicht harassen, dass ich sagen kann, ey... Okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Keine Ahnung, wie ich jetzt gut da rankomme. Bei was? Post 1? Okay. Gucken wir mal nach. Renn ruhig noch ein bisschen. Ich werde dir nicht folgen. Okay, wollte ich auch gar nicht machen. Du wärst da hinten. Sorry. Gut. Wieder zurück ins Spiel. Okay. Wo ist er denn jetzt? Dann kann ich erstmal wieder hochlaufen. Da bin ich wohl... Habe ich wohl falsch gedacht. Wegen der Lebensanzeige da hinten. So, guck ich nochmal. Und was schreibt er? Na dann, okay. Okay. Ja, wo ist er denn jetzt? Wahrscheinlich da ganz am Anfang, wo man sonst auch immer kämpft. Na, wo ist er denn? Er hat auf jeden Fall auch hier alles freigeräumt. Na, wo ist er denn? Ah, da ist er doch, okay. Alles klar. Okay, ich verbeug mich gerade nochmal für ihn. Da habe ich schon mal fertig gemacht. Der wird mich wahrscheinlich auch wieder ruckzucki fertig machen, der Penner. Aber na gut, was soll's. Ne, der wird mich wahrscheinlich so auf wieder backstabben. Ja, der macht das schon wieder. Der möchte das schon wieder tun. Schade, das war nicht gut. Nicht gut, er wird mich backstabben. Das war's. Ja, schade. Schade. Das war mir so klar, ich habe ihn ja eben schon mal bekämpft. Naja, gut. Dann das Ganze noch einmal versuchen. Hey. Aber zumindest konnte ich ihn einmal oder zweimal sogar treffen. Immerhin. Das war besser als eben. Bis so, gleich. Und ein weiteres Mal geht's wieder los. Hoffentlich kann ich diesmal den Ring schneller umziehen. Wunderbar. Und los geht's. Wunderbar. Wenn es wieder vor The Front Icarus ist, werde ich böse. Okay. Oh, ein Havel. Ein Havel-Verschnitt. Der mich sofort angreift. Und der hat die Black Knight Bird, die ich eigentlich haben möchte. Der Typ hat ordentlich los und ich bin sofort tot. Scheiße, weil ich die Waffe haben möchte. Ich will die Waffe haben. Ich will seine Waffe haben. Und ich bin gerade so schlecht. Ich bin so schlecht. Das ist so unglaublich. Leute, noch eine Runde, Leute. Noch eine Runde. Ich bin, hoffentlich werde ich jetzt diesmal nicht so schnell sterben wie im letzten Mal. War sehr, sehr schade, dass es so schnell passiert ist. Okay. So. Hoffentlich kann ich nochmal begegnen, weil ich habe jetzt diesmal eine bessere Idee, wie ich ihn angehen kann. Hyping 125, wo ist er denn? Ich bin gerade mitten im Bäumen. Da müsste ich da hinlaufen, um ihm zu begegnen. So, da vorne ist er auch schon. Ich könnte ihn ja mal ein bisschen von hier aus wieder abballern. Ja, ich hab den Bogen nicht mehr. Egal. So. Und dann werde ich mir auch vor ihn verbeugen.
Und der ist Magier. Das gefällt mir nicht. Okay, er macht gar nichts. Ah, er macht doch was. Okay. Dann mal los. Er krass hat ein Schild. Okay. Und Zauberer. Ja. Diesmal. Und Jumps. Oh ja. Wie doof, dass ich halt so gute Feuerverteidigung habe, mein Freund. Okay. Also was du mir tust, bringt, tut mir fast gar nicht. Vielleicht kann ich gleich drunter schubsen, das wäre ganz schön. Okay. Das war ein Treffer. Ich zieh ihm kaum was ab, was ist denn da los? Ah, endlich mal ein Treffer. Hier könnte ich endlich mal besiegen, das wäre schön. Nochmal 6 Treffer. Ja, der hat halt nicht so viel, nicht ein Backstabben? Ich wollte ihn gerne backstabben. Schade dann halt nicht. Ja, dann, er hat wirklich einen sehr, sehr schwachen Feuer-Attacken-Irgendwas-Dingsbums. Mir fällt das gerade das Wort nicht ein. Das wird was gewesen sein. Okay, das war's dann wohl. Ach, komm schon, stirb einfach. Immer noch nicht tot. Ah, jetzt greift er auf sein Schwert um. Das sieht groß aus, das ist das böse Claymore. Aber das sollte mich trotzdem nicht töten. Jetzt will ich bestimmt heilen. Oder auch nicht. Ja, hau ich zu, kein Ding. Ich halte das aus mit meinem schönen Havelschild. Dann bist du sehr, sehr langsam. Ist dir das klar? Und er ist tot. Alles klar, ich habe es endlich gepackt. Wenigstens sage ich noch. Schön gekämpft. Ja, er war noch relativ low-level, das ist klar. Aber trotzdem. Gut, ich habe es gepackt. Ich habe endlich dreimal die Verteidigung abwehren können. Das ist alles, was ich haben wollte. Denn jetzt bekomme ich endlich den Ring of Fog. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Das ist das, was ich haben wollte. Gut. Und das war es auch schon, weil ihr habt ja gesehen, dass ich nicht so toll im PvP bin. Ich werde jetzt danach kein PvP mehr machen. I like that which I hear. I felt of thou indeed as a special one. The very moment mine eyes first set upon thee, here's a precious reward. It is for thee. Take it. May thine skill earn thee many more. Okay, Ring des Nebels. Da haben wir ihn endlich. Und wie gesagt, der Ring macht mich. Ich zeig's mal kurz. Ach, nee, da. Er macht mich ziemlich unsichtbar. Besonders aus der Ferne oder, ja, an bestimmten Stellen ist es halt relativ schwer, mich dann zu sehen. Ist ganz nett. Besonders kann mich dann bestimmte Gegner auch nicht sehen. Aber na gut. Ich mach dann noch was in diesem Part, was ich noch machen wollte. Und, ja. Dann beende ich den Part. So, wie gesagt, ich wollte die Leute jetzt hier betrügen. Und dann ist gut. Alles klar, der wäre weg. Der war der gefährlichste von allen. Und backstabben. Hat nicht funktioniert, schade. Oh, 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 nicht da. Nicht hier. Alles nur nicht hier. Und backstabben. Wunderbar. Zack und Sledge. Okay, Alter. Was hast du vor? Okay. Er ist schon fast tot. Das müsste es gewesen sein. Okay. So, hermit das dem, was du hast. Menschlichkeit. Murakumo, eine ganz gute Waffe und ein Eisenschild. So, und den Typen versuche ich jetzt zu backstabben. Weil der. Die werden mich jetzt natürlich jetzt alle angreifen. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Okay, das ist schlecht. Oh Mann. Jetzt habe ich zwei Typen am Hals, das ist nicht so nett. Okay, erstmal den hier irgendwie bekämpfen. Weg mit dir. Nochmal hauen. Ist leider. Oh, er heilt. Die anderen Typen. Okay, er kann andere Typen heilen. Das ist natürlich scheiße. Das wusste ich gar nicht, weil ich habe die immer einzeln bekämpft. Also müsste ich eigentlich den Typen zuerst angreifen. Okay, komm her. Gefährlich, weil der andere Typ mich in den Rücken hauen kann. Das ist natürlich nicht so nett. Komm, hau ich mal ordentlich da drauf. Okay, das müsste eigentlich jetzt gewesen sein, weil der Typ hat ein Schild angehabt. So, du kannst nicht mehr heilen. Das tut mir leid, mein Freund. Und backstabben. Oder auch nicht. Na komm, was machst du? Da macht gar nichts.
Schade, ich wollte sein Schild wegschlagen. Sein Schild wegtreten. Aber na gut, klappt nicht immer. So, ich habe jetzt alle Leute betrogen. Ich weiß nicht, ob die Katze hier noch steht. Ich könnte jetzt mit dir reden, könnte es auch angreifen. Bringt eigentlich alles gar nichts. Ich rede lieber mit dir. Oh, it is thee. Thine kinsmen are betrayed by thee. This doth bode most badly. No rest will ease thy rotten soul whilst there is one clansman living. Forever tormented thou shalt be by our very howls. Hinten ist er gewesen. Hellish villain, thou hast used us most foully, thine own family. For thee, no mercy shall be shown. Ja, und das ist auch genau vorgefallen. Die verschwindet jetzt und er ist da hinten. Ich werde jetzt von allen gejagt. Das ist ein bisschen das Problem. Also, jetzt, wo ich die Leute hintergangen habe, bin ich natürlich jetzt auch wieder... Oh, gut, dass der gerade kommt und der andere Typ nicht weiß, wo ich bin. Ja, du gehst erstmal weg. Wo ist der andere Typ? Ich kann gerade nichts sehen. Der Typ greift mich gerade an. Das soll ich erstmal machen. Ich hau die erstmal weg, wenn es denn funktionieren sollte. Natürlich geht's ein bisschen scheiße. Okay, es hat funktioniert. Okay. Ich verbeuge mich auch noch vor ihm. Ich wollte mich auch noch vor ihr verbeugen. Nein! Na gut, und dann halt so. Eigentlich wollte ich das machen. So. Wenn ihr mich jetzt angreift, bin ich böse. Okay, passt. So, habe ich ihn nicht im letzten Mal auch schon besiegt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt dran. Er führt es weiterhin nicht, das ist halt ein Problem für ihn, weil er kann nicht abblocken. Das ist ein bisschen doof von ihm. Ja, noch einmal und er ist tot. Ja, ja. Der Greif macht auch ganz guten Schaden. Jetzt wird er sich heilen, scheiße. Er, nee, er kann ja nicht heilen, er ist ja der Invasor. Oh, er packt Magie aus. Oder auch nicht. Er packt ein Schild aus. Na, jetzt packt er doch ein Schild aus. Okay. Und tot. Oder auch nicht. Schade. Nein! Er hat mich gekillt. Scheiße. Ach, das ist natürlich jetzt doof. Ja, ich werde ihn anklagen. Schade. Na gut. Dann ist es halt so. Dann werde ich vielleicht nochmal kurz meine Seelen zurückholen. Und da bin ich erstmal soweit zufrieden. Das Dumme ist natürlich jetzt, dass alle Waldtypen wieder gegen mich sind. Aber das ist jetzt halb so wild. So. Weil die bringen natürlich auch relativ viel Erfahrung. Alles ganz nett so. Und die sind eigentlich auch nicht so schwer zu besiegen. Und backstabben. Ist er sofort tot? Ja, er ist sofort tot. Gut. Da kommen jetzt nächstes die Meuchenmörderin dran. Wo ist die? Die müsste gleich da vorne stehen. Ach, schade, dass der mich noch gekillt hat. Schade, richtig, richtig schade. Nochmal. Passt. Okay. So, da vorne ist wieder der Mönch. Den möchte ich erstmal umgehen. Das geht nämlich ganz gut. Obwohl, dann würde ich... Ja. Wo ist der Mönch? Da vorne ist er. Hab ich nicht gesehen, das ist schön. Gehe ich mich erstmal rechts entlang, hole mir die Seelen zurück. Da mache ich den Mönch dann den bösen Axtfuzzi und dann werde ich den Part beenden. Ich glaube, der ist nämlich schon viel zu lang. Viel, viel zu lang. Ja, so kann ich den Halttypen umgehen. Ich werde mal versuchen, dass ich den vielleicht backstabben kann. Okay, der Typ hat mich bemerkt. Okay, komm her. Anschlitz. Anschlitz. Oh, er hat die überlebt. Ich glaube, so wild. Habe ich noch getroffen? Das gibt's ja gar nicht. Er wird sich heilen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber hinterherlaufen. Lauf, lauf, lauf! Und besiegt. Gut. Und töten. Okay. Und Schlitz. Ich liebe das. Und Schlitz. Ja, macht mich damit ziemlich fertig, aber ist halb so wild. Hat ziemlich schließlich auch gereicht. Okay. Ich habe jetzt meine 37.000 Seelen. Werde damit zum Leuchtfeuer gehen. Und dann nochmal kurz aufsteigen. Da sehen wir uns beim nächsten Part. So.
Lustige ist, ich kann die ganzen Typen, die hier rumlungern, auch komplett umgehen. Bis auf einen. Und das macht's ganz gut für mich, für den Boss, der hier auf uns wartet. Okay. Also ich gehe jetzt hier ans Lagerfeuer. Steige auf. Ich steige weiter in meine Kondition. Ich bin jetzt Level 69. Eine Zahl, die ich liebe. Und sage dann, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dark Souls mit Level 4. Tschüss.